Hi, mein Name ist Cornelia von Helio Vital. Ich bin heute in Empfingen in unserer Werkstatt. Ich zeige euch, wie ihr ganz einfach die Ösen in unsere Filterfolie bekommt. Dann könnt ihr diese daheim so aufhängen, wie es am besten für euch passt. Dafür benötigen wir einen Meterstab, einen Edding, eine geeignete Unterlage, einen Lochschneider, eine Matrize mit Einschlagstempel, einen Hammer, eine Rundöse, eine Ösenscheibe und zwei Klebescheiben. Wir beginnen mit den Markierungen. Ich habe diese schon mal vorbereitet. Der Abstand zum Rand beträgt zu jeder Seite 2 cm und der Abstand zwischen den Stanzlöchern ist bei 30 cm. So hat die Folie am Schluss die optimale Spannung. Nachdem ihr die Markierungen angebracht habt, legt ihr die Folie auf die Unterlage. Ihr könnt hier auch einfach ein Stück Holz nehmen. Mit dem Locheisen und dem Hammer stanzt ihr das Loch an die gewünschte Stelle. Danach nehmt ihr die Rundöse und eine der Klebescheiben. Die Klebeseite kommt immer zur Folie. Und dann setzt ihr das Ganze von unten her ein. Das gleiche mit der Oberseite. Zuerst die Klebescheibe, die Klebefläche immer zur Folie, dann die Ösenscheibe und das Ganze mit Hilfe der Matrize und dem Einschlagstempel fest zusammenhämmern. Danach das Werkzeug entfernen und jede Öse von beiden Seiten kontrollieren. Nachdem alle Ösen fertig sind, einfach mit den Folienspannern in das Rahmengestell einspannen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und abonniert doch einfach unseren Kanal auf YouTube.